Wir beginnen mit unserer Bereit für mehr Tour, wo wir mit den Berlinerinnen und Berlinern ins Gespräch kommen. Wir sind ja gerade dabei, unser Wahlprogramm zu formulieren, und mir ist ganz wichtig, dabei mit den Berlinerinnen und Berlinern im Gespräch zu sein. Also ich finde gut, dass Kai Wegner sich auch die einzelnen Kieze Berlins anguckt und auch in die etwas kleineren und unbekannten geht. Die Rote Insel ist sicherlich kein CDU-Gebiet, aber ich finde es gut, dass er sich auch hier vor Ort informiert. Wir stellen bei ganz vielen Leuten fest, dass sie total aufgeschlossen sind und uns auch viele sagen, wie unzufrieden sie mit dem Senat sind. Wir hatten heute Kai Wegner zu Gast, den Kandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters im Rahmen seiner Bereit-für-mehr-Tour hier durch Berlin. Wir waren heute in Treptow-Köpenick in Friedrichshagen zu Gast, haben eine Reihe von Gewerbetreibenden besucht, das Kino Union, ein Tennisclub, die Dresdner Feinbäckerei und waren hier mit Anwohnern im Gespräch. Jetzt haben wir noch das Freilichtkino, haben noch den Tennisverein, was noch schön ist, sage ich mal. Der Rest ist, naja. Also es wurde auf dieser Tour heute auch sehr deutlich, dass viele Dinge sicherlich auf Bezirksebene geregelt werden können. Aber wir brauchen auch in Berlin gesamtstädtisch viel mehr, eine viel bessere Koordination. Lichtenberg ist ein Ort auch mit viel Grün, mit einer großartigen Kultur. Ich war im Theater an der Parkaue, ich war daneben in einer Grünanlage. Und natürlich gibt es ja auch Brennpunkte, gibt es ja auch Problembereiche. Die müssen wir angehen. Kai Wegner ist ein super Kandidat. Er versteht die Stadt, er kann unheimlich gut zuhören und die Dinge, die die Menschen ihm sagen, aufnehmen und in eine klasse Politik umsetzen. Wer noch eine Idee hat, wie wir Berlin gemeinsam besser machen können, meldet euch einfach bei uns.